Höher, schneller, weiter, mutiger. In diesem Video zeigen wir euch einige der mutigsten Sprünge aller Zeiten. Genauer gesagt, die mutigsten Sprünge ins Wasser. Denn kaum ein Element eignet sich besser für abgefahrene Stunts als das Elixier des Lebens. Mit dabei sind waghalsige Sprünge aus schwindelerregenden Höhen, verrückte Stunts, bei denen ein kleiner Fehler das Ende bedeutet hätte, und auch ein paar unerwartete Mutproben. Also bleibt unbedingt dran, hier bei Wissenswert. Ach, und ein Sprung bzw. ein Video auf dieser Liste ist übrigens gefaked. Deshalb ratet mal welcher und schreibt es uns am Ende des Videos in die Kommentare. Ach so, und don't try this at home. Beginnen wir das Video direkt mit einem der gefährlichsten Sprünge auf dieser Liste. Gewagt hat diesen Sprung der YouTuber Juke Squad. Für den Sprung besuchte er extra die hawaiianische Insel Oahu, an dessen Küste sich eine der gefährlichsten Klippen der Welt befindet. Der Spot, der auch Spitting Caves genannt wird, ist gleich aus mehreren Gründen absolut berüchtigt. Erstens handelt es sich um eine Klippe von über 14 Metern Höhe. Zweitens muss man, um im Wasser zu landen, mehrere Meter an Felsvorsprüngen überwinden. Und drittens ist der Wellengang bei den Spitting Caves teilweise so extrem, dass man seinen Sprung exakt timen muss, damit das Wasser tief genug ist und man sicher aus den Wellen herauskommt. Aus all diesen Gründen sollen dort tragischerweise auch immer wieder schwere Unfälle passieren. Juke Squad ließ sich davon allerdings nicht abschrecken und wagte sogar einen Auerbach-Salto. Verrückterweise ging er nur 2 Jahre später wieder zur gleichen Klippe, diesmal aber alleine, und wagte den gleichen Sprung auch nochmal ohne anwesende Personen, die ihn im Zweifelsfall retten könnten. Als nächstes kommen wir zu einem Sprung, den man auch als Fall bezeichnen könnte und damit wahrscheinlich zu einem der riskantesten Weltrekordversuche aller Zeiten. Es geht dabei um den amerikanischen Kajaksportler Tyler Brad, der im Jahr 2008 auf eine wahnwitzige Idee kam. Er kam auf die Idee, den Weltrekord für den höchsten Wasserfall, der je in einem Kajak bezwungen wurde, zu brechen. Genauer gesagt wollte er dafür die Palouse Falls im US-Bundesstaat Washington mit dem Kajak herunterfahren. Mit 37 Metern Höhe wäre das Weltrekord. Zahlreiche Personen aus seinem Umfeld versuchten ihn im Vorfeld davon zu überzeugen, sich das aus dem Kopf zu schlagen. Aber Tyler Brad blieb standhaft und begann mit seinem Team die Vorbereitungen auf den Stunt. Am 21. April 2009 war es dann soweit und er setzte sich in sein Kajak und steuerte auf den Wasserfall zu. Schließlich glitt er die Schwelle des Wasserfalls hinunter und es begann ein Albtraum. Minutenlang konnten sein Team und seine Freunde ihn nicht in der Gischt des Wasserfalls ausfindig machen. Man ging schon davon aus, dass er gekentert sei, aber nach kurzer Zeit schwamm er seelenruhig aus dem Wasserfall und reckte triumphierend sein Paddel in die Luft. Bis heute ist der Rekord von Tyler Brad ungebrochen und wird es wahrscheinlich auch noch eine ganze Weile bleiben. Auf der Nummer 8 kommen wir zu einem absolut mutigen Sprung und wahrscheinlich auch zu einem der coolsten auf dieser Liste. Die Männer hinter diesem Stunt sind die Basejumper Matt Frohlich, John von Horn und Andy Lewis, die sich einen ganz besonderen Stunt ausdachten. Und zwar wollten die Extremsportler eine Poolparty auf einer Rooftop-Bar in Kuala Lumpur crashen. Und das per Fallschirm. Dazu sprangen sie vom 360 Meter hohen Kuala Lumpur Tower und öffneten direkt ihre Fallschirme, um dann auf einem nahegelegenen Hochhaus direkt in den Pool auf dem Dach zu steuern. Dabei war dieses Unterfangen natürlich nicht ganz ohne. Sie mussten exakt den Pool treffen und konnten sich keine Fehler erlauben. Da die drei absolute Profis sind, stellte dies aber kein Problem dar und sie sorgten für einen der coolsten Partyauftritte aller Zeiten. Auf der Nummer 7 kommen wir zu einem Sprung, den möglicherweise viele von euch schon gesehen haben. Denn Dana Kunze war jahrzehntelang der Weltrekordhalter für den höchsten Turmsprung aller Zeiten und ist es nach einigen Regeln auch immer noch. Im Jahr 1983 wagte er für eine Fernsehshow namens ABC World Record High Dive Challenge nämlich einen Sprung aus 54 Metern Höhe und das vor Tausenden von Zuschauern. Das Besondere dabei, er verletzte sich keineswegs, machte sogar noch einen Dreifachsalto und führte das Ganze bis zur Perfektion aus. Andererseits war dies auch kein Wunder, denn Kunze hatte damals 7 Jahre in Folge den Weltmeistertitel im Turmspringen für sich entscheiden können. Übrigens veranstaltet er heutzutage mit einer eigenen Firma Turmspringshows und ist laut einigen Quellen dadurch inzwischen sogar zum Multimillionär geworden.
Kommen wir nun zu dem ersten deutschen Springer bzw. Stuntman auf dieser Liste und damit genauer gesagt zu der deutschen YouTube-Crew der Freerunning-Schlappen, die bekannt sind für ihre Jackass-ähnlichen Parkour-Videos. Letztes Jahr kamen die Jungs aus dem Ruhrpott dabei auf eine ebenso witzige, aber auch riskante Idee. Und zwar hatten sie den glorreichen Plan, dass sich einer von ihnen in einen Teppich einrollen lässt, dieser Teppich dann an einer Brücke befestigt wird und derjenige sich dann im Teppich von der Brücke runterrollt, sodass er durch das Abwickeln des Teppichs extrem schnell gedreht wird. Dwayne, einer der Jungs, sollte diesen Stunt wagen, aber kurz bevor es losgehen konnte, kamen den Jungs dann doch Zweifel auf. Wenn der Teppich nämlich abreißen würde, könnte Dwayne eingewickelt in den Fluss fallen und sich möglicherweise nicht rechtzeitig befreien können. Also testeten die Jungs den Teppich auf Herz und Nieren und wagten dann doch den absolut absurden Stunt. Als nächstes kommen wir zu der wohl heldenhaftesten Aktion auf dieser Liste. Denn anders als bei den anderen Punkten auf dieser Liste ging es hier nicht darum, einen Weltrekord zu brechen oder einen krassen Stunt zu absolvieren, sondern darum, einen Freund zu retten. Dieser wollte nämlich gerade ans Ufer eines Flusses schwimmen, als ein Krokodil begann, sich ihm schnell zu nähern. Sein Freund, der schon am Ufer war, versuchte zunächst das Krokodil mit Dingen zu bewerfen. Als nichts half, griff er dann zu seiner letzten Alternative. Er packte all seinen Mut zusammen und sprang mit voller Kraft auf das Krokodil. Dieses tauchte sofort unter und verflüchtigte sich, sodass er seinem Freund damit womöglich dessen Leben gerettet hat. Auf der Nummer 4 haben wir, wie im Intro schon angekündigt, eine unerwartete Mutprobe für euch. Dieser Junggeselle wurde bei seinem Junggesellenabschied nämlich gehörig von seinen Freunden in die Irre geführt. Diese hatten ihm nämlich die Augen verbunden und ihm erzählt, er solle als Mutprobe zu seinem JGA mit verbundenen Augen einen Bungee-Sprung machen. Dazu legten sie ihm eine volle Bungee-Montur an und gaben ihm für die perfekte Illusion sogar eine Sicherheitseinweisung. Aber eigentlich war das Ganze natürlich ein Prank. Der nächste Sprung ist eigentlich nichts Besonderes, nur ein Sprung vom 10-Meter-Brett, wenn da nicht ein kleines Detail wäre. Jim vom Kanal Water Magic kam nämlich auf die Idee, vom 10er durch einen kleinen Schwimmring zu springen und wettete sogar mit einem Freund um $100, dass er das schaffen würde. Sein Vorhaben stellte sich aber nicht nur als äußerst schwierig, sondern auch als gefährlich heraus. Denn vor allem, wenn er mit einem Bein im Ring und mit einem außerhalb des Rings landen würde, könnte der Sprung schmerzhaft enden. Also tat Jim seine Füße so eng wie möglich zusammen und versuchte den Sprung. Allerdings schaffte er es erst gar nicht, den Ring zu treffen. Der Ring hatte nämlich gerade mal 30 cm Durchmesser. Erst beim dritten Versuch traf Jim den Ring und flutschte tatsächlich gerade so durch. Er sagte aber auch, dass er dies nicht nochmal versuchen würde. Übrigens ist Jim wahrscheinlich nicht der Weltrekordhalter, wenn es darum geht, aus großen Höhen in Ringe zu springen. Vor ihm kamen nämlich vor allem im Bereich des Klippensprings schon einige andere auf die Idee, von großen Höhen in kleine Ringe zu springen. Auf der Nummer 2 kommen wir zu einem Sprung, der im Rahmen der Gainer Tour 2020 in Südfrankreich stattgefunden hat. Der Springer sprang dabei nämlich aus 27 Metern mit einem anderthalbfachen Vorwärtssalto. Das Außergewöhnliche dabei, der anderthalbfache Salto vorwärts endet mit einem Kopfsprung. Somit wagte der Franzose einen Kopfsprung aus über 25 Metern und ist damit dem offiziellen Weltrekord extrem nahe gekommen. Bevor wir zur Nummer 1 kommen, übrigens noch zwei nennenswerte Erwähnungen, die bei diesem Titel einfach nicht fehlen dürfen. Einmal dieser Dreifachsalto aus 39 Metern Höhe von dem deutschen YouTuber Ride94 und dann noch der Weltrekord des höchsten Klippensprungs aller Zeiten vom Schweizer Laso Schaller. Auf der Nummer 1 kommen wir nun zu einem letzten sehr extremen Sprung und damit zu dem norwegischen Daredevil Emil Libeck, der hier aus gleich mehreren Gründen einen krassen Sprung gezeigt hat. Die Brücke, von der er sprang, hatte laut ihm nämlich eine Höhe von ca. 18 Metern. Außerdem sprang er eine Katze, also einen Sprung, bei dem man bauchwärts aufkommt. Und das Ganze fand auch noch im norwegischen Winter bei Temperaturen von minus 8 Grad Celsius statt. Wie ihr euch vorstellen könnt, gibt es nur wenige Menschen auf der Welt, die so etwas wagen würden und dabei, wie es aussieht, auch noch so viel Spaß haben würden.
Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann zieht euch übrigens auch mal dieses Video von uns über die krassesten Sprünge aller Zeiten rein. Lohnt sich auf jeden Fall. Und jetzt haut rein.